Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich über 5 Bücher sprechen, die ich gerne verfilmt sehen möchte. So ein bisschen inspiriert hat mich ein Video von der lieben Ruth, welches ich euch unten auch in die Infobox packe, denn sie hat über Buchverfilmungen gesprochen, die wohl schon näher im Gespräch sind, dass sie verfilmt werden, dass sie vielleicht sogar schon verfilmt sind und jetzt nur noch das Erscheinungsdatum fehlt. Und ich fand das Video super spannend, nicht unbedingt, weil Bücher dabei waren, die ich auch verfilmt sehen wollte, aber ich dachte mir, Mensch, man hat doch bestimmt so 5 Bücher, die man mit Begeisterung gelesen hat, vielleicht der eigene Film im Kopf schon ablief und wo man sich denkt, das würde man gerne als Film oder als Serie sehen. Ich habe jetzt, ein Film tatsächlich, beziehungsweise ja, 2 Filme, wie auch immer man es so ein bisschen sehen möchte, und 3 Serien sozusagen, Bücher, die ich gerne als Film oder Serie sehen würde. Ihr findet die Bücher und auch das Video von Ruth unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich denke, wir starten einfach mit dem ersten Buch, und zwar ein Highlight-Buch aus dem Jahr 2017, da ist das Buch auch erschienen, und zwar Herzensräuber von Beate Rügiat. Und ich muss sagen, das Cover finde ich nach wie vor, wenn man es hoffentlich ganz gut sieht, super, super schön, und auch die Geschichte ist mir so wunderbar in Erinnerung geblieben. Ich habe das Buch mittlerweile auch 3, 4, 5 Mal verschenkt, muss ich echt sagen, weil das für mich so ein richtig schönes Herzensbuch ist. Es war mein Highlight 2017. In dem Buch treffen wir auf Tobias, der ist Buchantiquariat, und der trifft irgendwann auf Zola, eine Hündin. Und beide haben so einen speziellen Fable für Bücher, beziehungsweise hat Zola immer das richtige Gefühl, das richtige Gespür, welches Buch zu welchem, ja, neuen Kunden sozusagen passt. Also man kommt als Mensch in dieses Antiquariat und trifft auf Zola, und sie führt einen, um es ganz einfach zu sagen, ans Bücherregal. Und ich kann mir dieses Buch so unglaublich gut einfach als Film vorstellen, weil ich förmlich Zola vor mir gesehen habe, wie sie uns die Geschichte tatsächlich erzählt, denn die Buchform erzählt tatsächlich die Geschichte aus ihrer Sicht, sondern eben einfach, wie wir diese Atmosphäre des Antiquariats haben, diese ein bisschen Probleme, die es gibt. Es gibt eine kleine Liebesgeschichte, es gibt Freundschaft, es gibt die Liebe zum Hund, zum Tier, und ich kann mir das einfach wunderbar auf Leinwand vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich es mir animiert vorstellen möchte, weil dafür finde ich das Thema doch ein bisschen zu ernst und weniger animationsfreudig. Aber ich denke, man kann dem Hund ja durchaus in die Richtung weisen, dass er im Grunde uns den Weg weist zu dem passenden Buch. Ein wunderbares Buch und dementsprechend auch wirklich eine Verfilmung, über die ich mich mega freuen würde. Bei Ruth war es auch ein bisschen so, die hat auch schon erzählt, wer so der Cast und so ist. Ich muss ja sagen, ich habe bei Tobias tatsächlich einen Schauspieler im Kopf, der jetzt viel älter ist und sozusagen nicht so richtig in die Rolle passt. Von daher ist in meinem Kopf Tobias, sieht einfach anders aus. Und nein, ich verrate jetzt nicht, wer es ist. Aber es gibt ja durchaus sehr attraktive, ein bisschen nerdig aussehende Schauspieler, die in die Rolle wunderbar passen würden. Und ja, natürlich wäre dann meine Zola auch nicht blau, sondern hätte natürlich eine normale Hundefarbe. Und Herzensräuber, das erste Buch, über das ich mich mega freuen würde. Ja, die zweite Buchreihe habe ich stellvertretend, den ersten Band in der Hand. Die würde ich mir als Serie wünschen, denn ich glaube, dass man aus Red Rising eine grandiose Serie machen könnte, vielleicht so mit 3 Staffeln, 8, 9 Folgen, und dann könnte man die Geschichte von Darrow auf dem Mars wirklich mega gut erzählen. Eine Reihe, die mich total gefesselt hat, die mich sehr geflasht hat, total begeistert hat. Das war zu viel total, und ich glaube auch begeistert habe ich gedoppelt, aber man kann Red Rising einfach nur feiern. Ein Buch, auf das ich mittlerweile schon wieder so viel Lust hätte, dass ich tatsächlich überlege, ob ich es vielleicht im nächsten Jahr einfach mal höre, dass ich mir die Hörbücher hole und mich da einfach nochmal reinfallen lasse. Und ich mochte diese Science-Fiction-Story, die so ein bisschen auch Fantasy-mäßig war. Wir sind hier auf dem Mars, wir treffen auf Darrow, der in den Minen arbeitet.
es gibt unterschiedliche Farben. Man hat so ein bisschen diesen dystopischen Ansatz eben im Weltraum. Und mit Darrow passiert eben über die drei Teile etwas. Und ja, es gibt aktuell auch schon den vierten Teil, der die Geschichte weiterführt. Das heißt, man könnte die Serie natürlich auch wunderbar dann auch noch weiter erzählen. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass man dieses Buch in eine coole Staffel packt und dann natürlich auch Band 2 und 3. Und ich wäre da wunderbar unterhalten. Und ja, als Darrow habe ich einen jungen, jetzt verrate ich es einfach, Eric Banner vor Augen gehabt. Fragt mich nicht, wie ich darauf kam. Vielleicht, weil ich immer mal so ein bisschen an Troja dachte. Und da war Eric Banner ja unter anderem auch eine Hauptrolle. Vielleicht auch noch ein junger Orlando Bloom. Wobei, die sind halt jetzt gefühlt alle doch schon ein bisschen älter, als wie ich sie mir meiner Fantasie vorstellen konnte. Aber bei mir ist das ganz oft vor, kommt es ganz oft vor, dass ich mir Schauspiel, die ich gut finde, die ich mir gerne ansehe, eben durchaus auch dann jünger vorstellen kann, ohne dass das irgendwie merkwürdig ist. Ich weiß auch nicht. Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ja, Science Fiction, wie ich sie liebte, wie ich unbedingt auch einfach mal wieder Lust drauf hätte. Und ich kann mir eben Red Rising wirklich perfekt als Reihe vorstellen, als Serie vorstellen. Und ja, spätestens dann wäre es ja ein Reread-Kandidat. Jetzt ein bisschen was fürs Herz, und zwar eine Reihe, die bisher erst zwei Teile hat, aber es auf jeden Fall noch einen dritten Teil geben wird und die in New York City spielt. Und damit meine ich die Buchreihe rund um die New York Love Stories von der lieben Jackie Fagwood, beginnend mit Home Sweet Home. Und der zweite Teil, Dance With Me, ist jetzt ganz aktuell im Oktober erschienen. Und ja, wir haben hier eben New York City, wir haben ein Stadthaus mit einem etwas merkwürdigen Mietvertrag und wir begleiten in jedem Band ja im Grunde ein anderes Mitglied der Familie. In diesem Teil Home Sweet Home haben wir Luke ja im Grunde getroffen, der auf Mary trifft. Und im zweiten Teil begleiten wir seinen Bruder Ben, der auf Rachel trifft. Und es ist natürlich schon eine Liebesgeschichte, deswegen ja auch Love Stories. Wir sind aber in New York City. Wir haben im ersten Teil so ein bisschen das Nähen, Kleidung, Designen im Fokus. Im zweiten Teil geht es eher ums Tanzen, um den Broadway und um ja einfach Träume, die hinterfragt werden, ob es wirklich die eigenen sind. Und im dritten Teil, auf den bin ich schon mega gespannt, werden wir uns wahrscheinlich, soweit ich mir das jetzt vorstellen kann, der Schwester von Ben und Luke zu widmen. Und allein dieses Stadthaus und was die miteinander so familiäres zu tun haben, wie die miteinander umgehen. Und ja, ich kann mir das einfach wunderbar vorstellen. Bei mir läuft direkt auch schon immer beim Lesen ein Film ab. Und auch ein Film, der mich nachhaltig sozusagen ja so ein bisschen ja, greift. Und ich könnte mir halt so eine Staffel vorstellen, drei Bücher, vielleicht in 9 Folgen, wo eben immer mal so diese Charaktere auch noch ein bisschen näher beleuchtet werden. Natürlich könnte man jetzt auch eine Filmreihe draus machen. Und klar kann man eine Liebesgeschichte in 2 Stunden erzählen. Aber ich finde einfach, man müsste das noch größer und weiter denken. Und natürlich hat man dann auch Nachbarn, die hier vielleicht nur angerissen sind. Wir haben eine Vorgeschichte, man könnte das vielleicht sogar auf 2 Ebenen erzählen von der Großmutter. Ich, ja, wie ihr seht, es läuft ganz viel in meinem Kopf ab und natürlich New York City. Daraus könnte man so, so viel machen und wirklich eine tolle Geschichte erzählen. Und weil mir auch eben die Charaktere, alle 4, wie sie jetzt die Hauptcharaktere waren, sind mir so auch ans Herz gewachsen und ich, könnte mir das einfach großartig vorstellen. Das ist für mich nicht vergleichbar mit Friends oder so, das würde ich jetzt mal außen vor nehmen, aber ich kann mir dieses Feeling eben einfach ganz toll vorstellen, rund um dieses etwas andersartige Zusammenwohnung in diesem Haus. Und natürlich hat man dann auch noch Hund und Katze, Sherlock und Watson und ach, das wäre einfach ganz wunderbar. Ich sehe schon vor mir und ja, die Verfilmung wird wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten sein der Bücher, die ich euch vorstelle, aber ich fände sie tatsächlich auch wunderschön. Ja, auch die nächste Verfilmung ist so nicht direkt was fürs Herz, aber doch ein bisschen was Wohliges. Und zwar, ja, wie kann es anders sein? Es ist die Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Die habe ich ja im letzten Jahr absolut gefeiert. Ich habe 7 Hörbücher in 5 Wochen gehört. Und nein, das ist nicht durchaus bei mir typisch oder, ja, war eine logische Konsequenz. Hier ist nun der letzte Teil, Winter eines Lebens. Und bei der Clifton-Saga, die stelle ich mir halt als Serie vor. Also pro Buch eine Staffel, auch so 7, 8, 9 Folgen. Die müssen ja nicht immer eine Stunde dauern. Man kann da, glaube ich, auch
wunderbar den Fokus ein bisschen anders setzen. Die Geschichte beginnt ja 1930 und vollführt sich dann so pro Band nicht ganz die 10 Jahre. Und das fände ich eben auch durchaus in der Serie wunderbar verfilmbar, auch vielleicht mal mit Charakteren, die dann ein bisschen älter werden. Und das hat man hier ja auch. Wir begleiten also Harry Clifton durch sein Leben. Wir haben Nebencharaktere, das ist ganz unterschiedlich, sein bester Freund, seine Freundin und Frau. Das führt sich jetzt weiter, ohne spoilern zu wollen, und das kann ich mir einfach vorstellen. So im England der 1930er begonnen, weitergeführt natürlich bis ins hohe Alter von Harry Clifton, wenn man so möchte. Und das fände ich einfach richtig, richtig schön. Mit allem, was irgendwie passiert, dass alle Nebencharaktere genug Aufmerksamkeit bekommen. Und aktuell gibt es die Clifton-Saga, ich glaube, 7 Bände für unter 70 Euro. Also ich habe das jetzt irgendwie so beim Recherchieren auch gesehen. Ihr findet die Bücher unten auch in der Infobox. Also wer sie noch nicht als Taschenbuch sozusagen hat, kann da vielleicht mal zugreifen. Ich habe sie damals gehört. Also ich habe tatsächlich keinen der Bücher gelesen, habe sie aber alle im Regal, weil es für mich echt eine Highlight-Reihe war. Und bisher habe ich auch nichts gefunden in dem Genre, was mich irgendwie so begeistern konnte wie die Clifton-Saga. Und ich finde, ja, da muss definitiv eine Serie her, und das fände ich wirklich mega. Und beim letzten Buch ist es ein bisschen ähnlich wie bei den New York Love Stories, dass der finale Teil noch fehlt, aber jetzt Ende November in den Startlöchern steht. Und ich freue mich mega auf dem letzten Band. Und theoretisch ist es bei dem Buch auch so. Nein, wobei, den zweiten Band habe ich tatsächlich gelesen, den ersten gehört. Ich dachte schon, ich habe ja auch keins gelesen, sondern nur gehört. Aber ich will gar nicht lange drum rumreden. Es ist Size. Die Trilogie von Neil Schusterman, die irgendwie Utopie mit Dystopie ist und alles in einem genialen Setting. Es ist einfach der Hammer. Es ist eine grandiose Reihe, und ich freue mich schon im November, dass ich sie jetzt rehöre, bevor dann der dritte und finale Teil herauskommt. Und ich bin einfach so geflasht von dieser Vorstellung eigentlich einer Utopie, denn in der Welt gibt es kein Leiden mehr, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheiten mehr, man kann jeglichen Makel verschwinden lassen, alle scheinen eigentlich glücklich zu sein. Aber natürlich kann die Welt nicht funktionieren ohne den Tod. Und es gibt dann eben die Size, eine Art Gilde, die es eben als einziges schafft oder dann eben den Tod spielt und eben festlegt, wer wann wie stirbt. Und wir begleiten hier im ersten Teil, das ist der zweite Teil, im ersten Teil zwei Anwärter auf die Gilde und erfahren dann natürlich, dass nicht alles immer so mit rechten Dingen vor sich geht, beziehungsweise eben manche Gildenmitglieder doch da so das ein oder andere schwarze Schaf sind. Und ich habe die Reihe abgöttisch geliebt und lieb sie auch immer noch. Und sie ist in so toller Erinnerung. Ich bin mega gespannt auf den Reread, wenn man so möchte, und freue mich auf den Abschluss, den finalen Teil. Und finde auch die Cover tatsächlich viel schöner als die neuen, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ja, hier kann ich mir nicht unbedingt auch einen Film vorstellen oder eben 3 Filme. Ich sehe hier, ja, wobei man könnte natürlich einen dreiteiligen Film draus machen oder meinetwegen auch 4 Teile. Man neigt ja sehr oft dazu, den letzten Teil dann zu stückeln. Aber auch eine Serie fände ich cool, und die könnte man natürlich viel weiter spinnen. Man könnte die Nebencharaktere viel weiter ausbauen als in dem Film. Man könnte die ganze Tragweite in der Serie besser machen. Ich würde mich aber auch mit 4 Filmen tatsächlich zufrieden geben. Bin mega gespannt, wie die Reihe endet, und sehe natürlich in irgendeiner Rolle Sean Bean, denn seine Synchronstimme Thomas Michaelis oder irgendwie so, der hat ja die Teile mit unter anderem hauptmäßig gesprochen. Im ersten Teil hat man noch verschiedene Stimmen, das lässt im zweiten Teil dann ein bisschen nach. Oder Thorsten Michaelis, ich weiß es gerade nicht, nagelt mich nicht fest. Und ich kam mir halt immer vor wie eine Arya Stark, die von ihrem Vater in Winterfell die Geschichte vorgelesen bekommt. Ja, die Fantasie, wie ihr seht, ist gegeben. Und fände ich auf jeden Fall mega als Verfilmung. Ja, und das waren sie jetzt schon, die 5 Buch-Highlights, man kann es ja gar nicht anders sagen, die ich sehr, sehr gerne verfilmt sehen würde. Wie gesagt, nicht immer als Film, am liebsten natürlich auch gerade die etwas längeren Reihen dann als Serie. Fände ich wirklich mega, mir das anzusehen, und
ja, wäre ich großer, großer Fan davon. Und jetzt bin ich natürlich neugierig, auf welche Buchverfilmung ihr euch freuen würdet. Deckt sich das ein oder andere Buch bzw. Verfilmungswunsch mit meinen Wünschen? Habt ihr noch eine ganz andere Buchreihe, ein ganz anderes Buch gedacht, was ihr gerne verfilmt sehen wollen würdet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne bei Ruths Video vorbei. Das ist unten in der Infobox. Auch die Bücher natürlich passend. Und jetzt freue ich mich auf den Austausch mit euch. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.